Ich habe heute Lust auf chinesisches Essen, speziell auf gebratenen Reis. Wir machen das Ganze ketogen. Dafür den gewaschenen Blumenkohl in Röschen schneiden und im Mixer auf Reiskonsistenz klein mixen. Nun etwas Kokosöl in eine Pfanne geben und das Fleisch eurer Wahl dazu tun. Ich habe hier zweimal Hähnchenbrust gewählt. Ob ihr dieses dann in Streifen oder Stücken schneidet, ist euch natürlich überlassen. Ich würze noch mit etwas Salz und Pfeffer und brate das Fleisch von allen Seiten an. Nachdem alles durchgebraten ist, nehmen wir es aus der Pfanne und stellen es erstmal auf die Seite. Nun wieder etwas Kokosöl zugeben, damit wir unseren Blumenkohlreis darin schön anbraten können. Die Menge, die ich hier nun hinzufüge, entspricht ungefähr einem Viertel Blumenkohl. Das sind zwei große Portionen. Der Rest wandert bei mir in die Tiefkühltruhe und kann bei Bedarf einfach entnommen werden, ohne den Mixer erneut schmutzig machen zu müssen. Nun geben wir einen großen Schwung Sojasauce dazu, welche dem Reis nicht nur die Würze, sondern auch die schöne braune Farbe verleiht. Ordentlich umrühren, damit unten nichts anhängt. In meinem Fall habe ich sogar gemerkt, dass es etwas trocken ist, weshalb ich jetzt nochmal etwas Kokosöl nachgelegt habe. In meinem Fall war das genau richtig, denn wie ihr hier sehen könnt, löst sich beim Umrühren der Satz unten von der Pfanne und es hängt nichts mehr an. Nachdem ich jetzt ca. 2 bis 3 Minuten ständig umgerührt habe, hat der Reis eine schöne braune Farbe erhalten. Ich ergänze nun noch mit ca. einer halben Tasse Gemüsebrühe, welche dem Kohl helfen soll, komplett durchzugaren. Falls ihr möchtet, könnt ihr nun noch etwas Gemüse hinzufügen. Ich habe hier gestiftelte Möhren und ein paar Mungobohnenkeimlinge gewählt. Diese sind allerdings schon vorgedämpft und nicht mehr roh. Wenn ihr rohe Möhren verwendet, wird es eben etwas knackiger. Nun füge ich wieder das gebratene Hähnchenfleisch dazu, welches ich vorhin bereits an die Seite gestellt hatte. Nachdem nun alles gut miteinander verrührt ist, drehe ich den Herd auf eine kleine Stufe und lasse das Ganze 5 Minuten bei geschlossenem Deckel stehen. Meine Portion nehme ich jetzt gleich mit an die Arbeit und ich esse meinen gebratenen Blumenkohlreis am liebsten mit etwas Sambal Oleg und ein wenig Erdnusssoße. Ihr könnt aber auch süß-saure Soße verwenden oder das Ganze pur essen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.